Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Wiederaufbauhilfe 2021 des Landes NRW und zwar für den Bereich kommunale Infrastruktur. Da schauen wir uns mal an, wer überhaupt als Antragsteller in Frage kommt, welche Leistungen da beantragt werden können, wie man Unterlagen und Dokumentation zu pflegen hat, wie der Antrag und das Verwaltungsverfahren geregelt sind und wo ihr noch weitergehende Informationen bekommen könnt. Ja, wer kann Anträge stellen nach der Nummer 6 der Förderrichtlinie? Die haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Das können alle Träger öffentlicher Infrastruktur sein, und zwar unabhängig von ihrer Trägerschaft, wie es da heißt. Es kommen zum Beispiel in Frage die Gemeinden und Gemeindeverbände und sonstigen Vereinigungen der öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Dann haben wir öffentliche Unternehmen in privater Rechtsform oder private Unternehmen und Einrichtungen sowie auch die anerkannten Religionsgemeinschaften. An der Stelle wichtiger Hinweis, wenn ihr im weitesten Sinne Kultureinrichtung seid, zum Beispiel aus dem Bereich Sport, Erziehung, Pflege, Unterhaltung oder dergleichen. Dafür haben wir ein eigenes Video eingestellt. Schaut euch das doch vielleicht auch mal an. Welche Leistungen sind denn förderfähig? Was kommt da in Frage? Erstmal gilt, dass in der Regel Schäden berücksichtigt werden erst ab 5.000 Euro. Ja, da heißt es aber in der Regel. Eine niedrigere Wertgrenze von 2.000 Euro gilt zum Beispiel für den Bereich Kulturschaffende. Und auch in anderen Fällen könnt ihr auch bei kleineren Schadenbeträgen erstmal etwas beantragen. Und die Bewilligungsbehörde muss dann nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob euch da ein Förderbetrag zustehen kann oder nicht. Bei den Leistungen zu berücksichtigen sind erstens die tatsächlich entstandenen Schäden und alle Maßnahmen zur Wiederherstellung, wenn sie zum Beispiel dabei behilflich sind, zukünftige Hochwasserrisiken zu vermeiden. Bei Unternehmen und Einrichtungen, die kommunale Infrastrukturen betreiben, können auch die Einkommenseinbußen berücksichtigt werden. Die Einkommenseinbußen werden berechnet nach dem sogenannten 3-aus-5-Verfahren. Das heißt, es werden die letzten 5 Geschäftsjahre zugrunde gelegt. Daraus wird gestrichen das jeweils beste und schlechteste Geschäftsjahr und aus den verbleibenden 3 wird der Durchschnitt gebildet. Und daran richtet sich dann die Berechnung des Verdienstausfalls der Einkommenseinbußen. Details zu diesen Regelungen könnt ihr der Nummer 642 der Förderrichtlinie entnehmen und der Link natürlich in der Beschreibung. Ja, welche Unterlagen, welche Informationen muss man da liefern? Erstmal gilt das Prinzip, dass alle Schäden gutachterlich zu bestätigen sind, zum Beispiel durch ein Versicherungs- oder ein anderes Sachverständigengutachten. Bei Schäden unterhalb von 50.000 Euro kann auf diese Gutachtenpflicht verzichtet werden. Dann müssen andere geeignete Nachweise erbracht werden, Kostenvoranschläge zum Beispiel oder Rechnungen. Zu den eben erwähnten Einkommenseinbußen muss immer ein Gutachten erstellt werden. Das können zum Beispiel eure Steuerberatungsbüros übernehmen oder Buch- bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, damit die Kosten aus dem Bereich bestätigt und anerkannt werden können. Kommunen und Infrastrukturunternehmen müssen außerdem einen sogenannten Wiederaufbauplan beim Ministerium für Kommunales vorlegen. Und aus dem wird dann für ganz NRW ein Gesamtkonzept erstellt. Ja, wie funktioniert das mit der Antragstellung und dem Verfahren? Erstmal die Antragsfrist liegt auf dem 30. Juni 2023. Der Antrag wird grundsätzlich gestellt über ein Online-Portal. Auch den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Die Bewilligungsbehörde für das Verfahren ist die jeweils zuständige Bezirksregierung und auszahlende Stelle für die Beträge, das ist die NRW Bank. Wie eben erwähnt, erstellen die Kommunen und sonstigen Infrastrukturbetreiber sogenannte Wiederaufbaupläne mit einem zugehörigen Projektdatenblatt.
Muster für die Wiederaufbaupläne und Projektdatenblätter findet ihr auf der Seite des Ministeriums für Kommunales des Landes NRW und auch den Link haben wir euch in die Beschreibung eingestellt. Die Wiederaufbaupläne mit den zugehörigen Projektdatenblättern, die sind auch vom jeweiligen Rat der Stadt oder Gemeinde zu beschließen. Ja, wie funktioniert das mit der Auszahlung der Beträge? Als erstes gibt es da die Entsorgungskosten und die können bedarfsgerecht nach der Bewilligung in Anspruch genommen werden. Also dann, wenn Zahlungen anstehen, können diese Beträge abgerufen werden. Für alle anderen Kosten gilt, es werden 50% nach der Bewilligung zur Verfügung gestellt und die übrigen 50% nach Prüfung des Verwendungsnachweises. So ein Verwendungsnachweis, falls euch das noch nicht bekannt ist, der besteht aus einem Sachbericht, also einer schriftlichen Zusammenfassung der Schäden, der Maßnahmen, die ergriffen worden sind und des Ablaufs des Wiederaufbaus und zum anderen aus einer abschließenden Belegliste, also einer tabellarischen Zusammenstellung aller begründenden Belege zu den abgerechneten Kosten. Also eine Zusammenstellung aller zugrunde liegenden Beträge, die ihr abrechnen wollt. Wir haben euch die weitergehenden Links und Infos in die Videobeschreibung eingestellt. Da haben wir einmal den Link zum Online-Antragsportal, zum anderen den zum Kommunalministerium mit weiteren Fachinformationen und drittens die Fachinformationen Wiederaufbau des Landes NRW. Und wenn euch noch was Gutes einfällt, oder ihr habt noch Fragen oder ihr kennt andere Videos, die mit dem Thema zu tun haben und die ihr für sehenswert haltet, dann schreibt sie uns doch einfach in die Kommentare und schaut mal, ob bei unseren anderen Videos vielleicht für euren Betrieb auch noch was dabei ist. Für alles, was vor euch liegt, toi toi toi, alles Gute und bis zum nächsten Mal.